Wie viele Leute habt ihr seit eurem Start mit Fake-Uhren erwischt? Was sind so die typischen Ausreden? Warum tragen die Leute überhaupt Fake-Uhren? Gab es Bedrohungen, Anzeigen? Habt ihr euch schon mal geirrt? Was war so der lustigste Fall? Wie reagieren so Rapper? Wer war so die empfindlichste Gruppe von Leuten, die erwischt wurden? Ist das Mobbing? Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Episode bei Kevin Wolter. Ihr ahnt's schon, es ist Beichtezeit. Und zwar heute mit dem lieben Leon und dem lieben Robin von den Munich Whizbusters. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr hierher gekommen seid. Freut uns auch. Freut uns. Ihr seid noch echt jung, ne? Du bist 19 ja. Und du bist 20. 20. Wow. Habt ihr schon, wann habt ihr angefangen? Letztes Jahr habt ihr angefangen damit, oder? Ja, also wir hatten es gegründet letztes Jahr, aber so wirklich aktiv erst seit April dieses Jahr. Ja. Und ihr seid ja durch die Decke geschossen wie nichts anderes. Ja, kann man so sagen. Echt verrückt, ja. Ich hab nur am Anfang gesehen, so dachte ich mir so, wieder mal einer, dann wieder mal einer. Aber ich wusste nicht, dass so viele Menschen überhaupt Fake-Uhren besitzen. Das ist ja Wahnsinn. Und dann auch die in der Öffentlichkeit stehen und mit diesen Fake-Uhren ja was vorgeben, was sie ja gar nicht sind. Ja, also vor allem die Leute in der Öffentlichkeit, das sind schon sehr viele, aber die nicht in der Öffentlichkeit stehen, das ist unglaublich. Also es ist, ich weiß nicht, wie viele wir am Tag zugeschickt bekommen, also das ist unglaublich. Könnten die Seite 20 Jahre machen. Ja. Echt, ja. Also es ist wirklich echt sehr viel. Wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Ja, es ist... Ihr habt Schule gemacht, vorbei jetzt, ja. Und jetzt Vollgas YouTube, habt euren eigenen Uhrenshop mittlerweile, ja. Uhren und Schmuck teilweise auch, eigenen Schmuck habt ihr auch, ja. Könnt ihr mal unten abchecken, ist in der Videobeschreibung verlinkt, die Jungs natürlich auch, YouTube und Instagram ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schule zu Ende und dann dachtet ihr so, ich f*** jetzt mal ein paar Leute. Das war eigentlich immer nur nebenher, weil wir haben auch am Anfang nur Leute hauptsächlich aus München hochgeladen, weil da ist uns halt schon sehr krass aufgefallen, sagen wir mal so. Also da sieht man es schon wirklich in jedem Restaurant, überall, also immer, das ist schon echt schlimm. Ja, also München ist ganz schlimm. Ja. Also es gibt da gewisse Restaurants, wo du wirklich reingehst und es ist alles voll. Zum Beispiel? Hugos zum Beispiel. Oder in den Clubs, wo auch dann die Kellner Fake und anderen, also alle, das ist wirklich echt extrem gewesen. Da habt ihr euch gedacht, Alter, das geht mir total auf den Sack. Ich spare hier ewig Zeiten auf meine teure Rolex und die kaufen sich dafür, was kostet so eine Fake Rolex? Ein paar hundert Euro? Ja, auch ein paar hundert Euro. Ich meine, das ist ja für eine Fake Uhr schon trotzdem viel Geld dafür, dass du eine wirklich absolute Rotz kaufst. Ja. Aber anscheinend sind es ja keine guten Fakes. Nee. Wenn ihr es so. Gibt es auch Fakes, wo ihr selber sagt, so, okay, krass. Also es gibt gute Fakes, aber die kosten dann halt auch oft mehrere tausend Euro sogar. Mehrere tausend Euro? Und da gibt es nachher auch nur extrem wenig Leute, die sich sowas dann wirklich holen. Echt Goldfakes oder solche Sachen, wo das wirklich aus echtem Gold ist oder wirklich auch oft Originalgehäuse sind. Ja. Original echt Goldgehäuse und der Rest ist fake. Also da gibt es Sachen, das ist echt. Also es gibt wirklich extrem viel. Und wir hatten ja die Seite damals angefangen, im Oktober hatten wir die mal erstellt, das war so aus Joke, wir hatten halt mal telefoniert und dachten, es wäre doch bestimmt witzig, dann haben wir aber nichts gemacht da wirklich. Und dann, wo halt das mit Corona losging, mit dem Lockdown, jeder war zu Hause, dann hatten wir wieder Zeit und dann haben wir halt im April angefangen, da täglich zu posten. Woher kennt ihr euch? Von meinem besten Freund, also er war mit ihm in einer Klasse und dadurch haben wir uns dann, also der Freundeskreis hat sich dann überschnitten, nach ein paar Jahren. Und wir sehen uns beide für Uhren und... Und woher das ganze Wissen über Uhren? Ja, mittlerweile, also das sammelt sich halt so an, wenn man sich halt schon lange für Uhren interessiert. Zum Teil natürlich auch viel aus dem Internet, weil da ist eigentlich alles drin. Oder natürlich auch, wenn man eigentlich sich die Uhren alle mal anguckt. Da sind auch viele Konzessionäre eigentlich immer offen, wenn man einfach nur sich Uhren angucken will, wenn man alle schon mal gesehen hat. Oder auch im Freundes- oder Bekanntenkreis hat man natürlich auch viele Leute, die sich eben auch für Uhren interessieren, der selbst Uhren haben und in der Familie natürlich auch. Also das war die nächste Frage. Also familiär seid ihr schon gut aufgestellt. Ja, ja. Also, aber um Mama jetzt nicht arm, sondern da sind auch schon ein paar Rolex-Modelle im Haushalt. Auf jeden Fall viele Uhrenbegeisterte auch in der Familie. Okay. Kann man so sagen. Nee, und so hat das angefangen. Also es war erst so hobbymäßig und eben seitdem ist es ja wirklich tagtäglich, dass wir uns damit von morgens bis abends beschäftigen. Seit April und davor auch schon länger, aber jetzt wirklich täglich. Und dann ist es eigentlich ziemlich. Das ergibt sich halt alles dann. Ist ja ein gutes Konzept. Leute auffliegen lassen, eigenen Shop an den Start bringen, Reichweite hochbringen, dadurch beste Werbung für den Shop. Also das hat sich schon besser so hättet ihr es nicht machen können. Das hat sich und vor allen Dingen in der so kurzen Zeit. Ja, also es ging wirklich sehr, sehr schnell. Also Fernsehen seid ihr jetzt mittlerweile schon, habe ich glaube ich auch letztes Mal irgendwo gesehen, Reportagen. Und es geht ja richtig los bei euch. Und ihr seid ja erst 19 und 20. Ja. Schon echt verrückt. Also in der kurzen Zeit, das
ist auch noch so ein bisschen komisch für uns. Es ging halt also nicht extrem wieder um. Gut, also es war am Anfang recht einfach, weil wir das ja anonym gemacht haben. Das heißt, man hat selber davon nichts mitbekommen. Man hat davon nichts mitbekommen, wie ja. viele Leute einen theoretisch kennen. Das heißt, du hast die Seite erstellt, du warst anonym unterwegs und alles. Und man hat halt gehört, wenn man auf Feiern war, dass ja. halt Leute darüber geredet haben oder sonst irgendwas. Nee, also, wenn man neue Leute kennengelernt hat und man die dann wirklich mal redet. Haben wir ja was Neues gepostet. Ja, das war echt ja, sehr witzig. Genau. Deswegen ja. so wirklich so, wir haben uns ja erst Mitte September gezeigt gehabt. Und ab da ging das eigentlich erst wirklich richtig los. So. Ja. Und davor war alles eher anonym. Davon bereut ihr diesen Schritt? Nein, auf keinen Fall. Dass ihr so ein bisschen mehr Ruhe, ja, Anonymität ist ja schon cool. Ne? Das Problem war, es ist irgendwie immer mehr rausgekommen. Und jeder, den wir gepostet haben, hat uns eigentlich gefühlt damit so ein bisschen erpresst oder hatte auf jeden Fall ein Druckmittel in der Hand und sagt, ja, ich liege euch, wenn ihr es jetzt nicht löscht und sowas. Aber seitdem kommt jetzt nie wieder was. Das war die einzige Angriffsfläche, die wir hatten, ja. dass Leute rausgefunden haben, wer wir sind und haben dann, das wurde ja alles PDFs veröffentlicht ja. oder es gab Videos, so Aufdeckungssachen, wo sie analysiert wurden, wo wir neulich standen, welche Uhr getragen wird und alte Facebook-Bilder. Also es gab alles, wurde auch alles dann veröffentlicht, die Nummern und Adressen und Fotos von den Häusern und was weiß ich. Von euch privat. Ja, ja, alles. Ja. hat die ganze Zeit dann Leute angerufen und Zeug und seitdem man halt eben diesen Schritt gegangen ist, hat halt keiner mehr eine Angriffsfläche gehabt. Das heißt, das war eigentlich ganz gut, weil wir haben halt am Anfang alles auf die Arbeit gesetzt. Und gut einfach gezogen. Eben, wir haben am Anfang deswegen waren wir anonym sehr lange, haben alles auf die Arbeit gesetzt, dass die Leute sehen, okay, das passt. Weil wenn man sich gleich gezeigt hätte, hätte man gesagt, okay, die sind recht jung und das. Und dadurch, dass man eben erst die Arbeit hingelegt hat und sich dann gezeigt hat, war das eigentlich nicht so. Also es hat nicht so viele Leute interessiert am Ende, dann, die dann wirklich so Stress gemacht haben oder sonst irgendwas. Bedroht wurde, wenn ärgert bestimmt Leute, ne? Wenn du irgendwie so einen berühmten Rapper hast, der richtig im Business steht und ihr stellt einfach mal öffentlich fest, stellt einfach in der Öffentlichkeit fest, dass der eine Fake-Uhr trägt und beweist es ja auch, dann gab es bestimmt Situationen, wo die Leute angepisst waren, oder? Ja. Oder mehrere schon, Situationen vielleicht. Da gab es schon einiges, ja. Ja, also es waren Hausbesuche oder sonstiges. Hausbesuche? Ja, ja. Also, waren bei euch zu Hause? Ja, ja. Also, wirklich? Also es gab wirklich sehr viel oder halt... Kannst du einen Namen sagen, wer euch mal besucht hat zu Hause? Den Namen dürfen wir nicht sagen. Es war aber jemand aus München. Also es war jetzt nicht jemand ultra bekanntes. Es war eher so ein Handlanger von jemand Bekannten. Ja. Und ist halt, der ist einfach zu euch nach Hause gekommen. Ja, ja, was wollte der dann? Das wäre geschäftsschädigend für ihn und sowas. Also, und dann soll er keine Fake-Uhr tragen. Nee, also es war schon recht viel. Dann sind die halt, ist halt gekommen und sowas, Sturm geklingelt, solche Sachen. Und sonst war es halt auch öfters, dass halt Leute über den Zaun klettern wollten, abends oder solche Sachen. Deswegen haben wir zu Hause etwas aufgestockt, was die Sicherheit angeht. Ja. Und seitdem ist aber eigentlich Ruhe. Also es war der ganze Stress war eigentlich eher, wo man sich nicht gezeigt hatte. Und seitdem ist es eher so, ist nicht mehr wirklich was. Ja. Also ein paar Drogen und so ein Zeug und was weiß ich, aber. Drogen und sowas bekommt ihr wirklich, ja? Ja, es ist nicht viel, aber sonst, aber es ist halt dieses typische. Was war so die krasseste Geschichte, wo ihr sagt, Alter, ist ja komplett bescheuert. So, der, wirklich, wo ihr sagt, irgendwie eure Eltern reinzieht oder euch persönlich angreifen will oder. Ja, also zum Beispiel dieses PDF-Dokument, wo halt auch sogar die Daten von den ganzen Eltern und den Fotos vom Haus und solche Sachen, das war halt so alles so gefühlt der ganze Lebenslauf zusammengefasst und sowas und wird dann auch von sehr bekannten Leuten geteilt und öffentlich. Das schlägt dann schon Wellen, wenn es jemand... Wie ging es euch privat damit? Schon extremer Druck, oder? Ja, auf jeden Fall. Es ist halt immer stressig, wenn halt so, wenn jemand sowas veröffentlicht, wenn du halt... Wir hatten ja allgemein vor, uns irgendwann zu zeigen, aber man wollte es halt selber machen. Ja, und das ist halt dann schwierig, wenn halt dann solche Leute es veröffentlichen, wenn man dann privat angeschrieben wird und was weiß ich. Ja, das war auch schon, also es war auch schon alles immer sehr, ich sag mal, frech formuliert. Also halt immer so aus halben Informationen sich was zusammengedacht und dann halt irgendwie wieder alles. Ja, also irgendwas, man konnte aber auch nicht reagieren, man konnte die Sachen nicht richtig stellen, das war das Problem. Das heißt, es wurde irgendwas veröffentlicht, aber du konntest halt nicht drauf reagieren, weil sonst die Leute halt die Aufmerksamkeit bekommen hätten, dass es noch mehr Leute erfahren. Und deswegen, da stand halt oft irgendwelche Sachen mit, ja, alles von den Eltern in den Arsch geschoben bekommen und so ein Zeug, aber der Fakt ist halt zum Beispiel, wir alles selber finanziert haben. Aber das konntest du halt nirgendwo sagen und das war halt, das hat einen ein bisschen aufgeregt irgendwann. Also alles immer ein bisschen, ja. Sehr verdreht und durch den Dreck gezogen, sonst denkt man sich auch so, okay. Und wenn ihr momentan ein paar Supplemente braucht, dann checkt doch mal Neosubs ab, denn wir haben nicht nur die Klassiker für euch am Start, sondern auch echt cooles neues Zeug. Könnt ihr auch bei Gutschein an der Kasse den Gutscheincode Kevin10 eingeben und fette 10% auf alles sparen.
Und noch eine kleine Werbeunterbrechung, Freunde. Wenn ihr momentan ein paar geile Gym-Outfits braucht, dann wischt doch einfach mal hoch und checkt den Shop von Smilodogs ab. Und mit dem Gutscheincode Kevin10 spart ihr auch nochmal fette 10% auf den kompletten Warenkorb, wenn ihr diesen bei Gutschein an der Kasse eingibt. Habt ihr Sorgen, dass das Thema generell Uhren und Geld und so weiter euch oberflächlich erscheinen lässt? Und auch die nächsten Jahre, weil ihr seid ja noch relativ jung. Also es ist ein schwieriges Thema, weil es natürlich durch auch viel die Leute, die wir posten, immer nur auf die Marken bezogen wird, weil das ist ja eben genau das Thema, deswegen trägt ja auch jeder immer die gleiche Uhr, weil halt jeder das erkennt. Und dadurch wird das ganze Thema so ein bisschen halt genau in die Richtung gezogen. Das ist natürlich deswegen ein bisschen schwierig, aber ja, ich meine, so, wir versuchen halt immer recht bodenständig rüberzukommen oder halt in jeder Form, dass man eben nicht genau in diese Schiene gerät, wie halt die Leute sind, die wir posten oder sowas, dass man halt so ein bisschen... Das ist, also ist immer, das ist ja nicht gleich protzen, wenn du eine teure Uhr hast. Und das kommt nur darauf an, wie du dich damit gibst oder wie du das in Szene setzt oder sowas. Als Beispiel. Genau. Also, das ist ja ist was anderes, wenn du jetzt noch ein schönes Bild mit einer Uhr postet. Weil als Beispiel, du bist irgendwo in der Natur, die Uhr passt zu irgendwas im Hintergrund und du postest so ein Bild. Oder halt, wenn du irgendwie dich vor dein Auto stellst und nur die Uhr reinhältst. Das sind halt immer solche Sachen, wie es halt rüberkommt. Ja, und wir versuchen halt da immer recht bodenständig rüberzukommen. Uhren sind halt einfach was Schönes und interessieren uns ja wirklich schon lange auch für Uhren. Da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass man da nicht in diese Schiene gerät, aber... Traumuhr? Patek Philippe 5712 aktuell. Schönes Ding. Rolex also eigentlich deine nur in Roségold mit grünem Blatt. Ah, okay. Wie viele Leute habt ihr seit eurem Start mit Fake-Uhren erwischt? Also wir haben ja viele archiviert. Also wir hatten ja damals unbekannte Leute gepostet, ganz am Anfang, so die ersten paar Wochen. Das will ich hier so ein bisschen... Die haben wir archiviert, weil die echt... extrem Shitstorm bekommen, wenn du halt 300 Follower hast und die Seite ist ja so hochgeschossen, das heißt, die haben wir alle wieder archiviert. Jetzt glaube ich haben wir 185 sowas. Also 185 bekanntere Leute. Insgesamt auf jeden Fall über 200. Ja. Ja, und wie viel ist da noch in petto? Genug. Echt, ja? Ja. Krass. Was sind so die typischen Ausreden von den Leuten, die erwischt werden? Ja, dass die echte im Safe liegt. Das ist immer das Klasse. Die echte liegt im Safe? Ja. Das ist ja sogar unser Merch mittlerweile auch. Das ist wirklich, das haben alle gesagt. Nein, es gab die wildesten Ausreden von wegen, ja, die echte liegt doch beim Uhrmacher, weil da irgendwas kaputt ist. Die wird gerade besetzt oder irgendwas. Oder man hat die echte eben im Schließfach, weil die sonst zerkratzt oder sowas. Und dafür sind wir Uhren da, dass man die auch trägt. Ja, eben. Vor allem ist der Punkt, dass die Lebendigkeit eben kommt. Vor allem, wenn du jetzt eine Uhr hast und du kaufst nur als Wertanlage, was ja in Ordnung ist. Mein Vater ist zum Beispiel so jemand, der trägt keine Uhr, auch wenn er welche hat, weil er halt nur die Wertanlage sieht, aber du kannst halt dann eben keine Uhr tragen. Das ist halt eben, du musst dich entscheiden, entweder trägst du sie oder du hast sie im Safe. Aber dieses Mittelding, dass du sie dann eine Fake-Uhr tragen, um zu zeigen, ich habe sie noch im Safe liegen oder sowas, es gab eigentlich alles. Also auch Leute, die dann eine Uhr gezeigt haben, die nicht mal so aussah wie ihre und gesagt haben, schaut, die ist doch echt. Oder? Aber dann auch so verzweifelt. Ja, oder am besten. So vor einem Kumpel mal eine Uhr gegeben, aber eine Uhr hat sie gefunden. Am besten noch eine Woche später dann. Ja, also, dann hat das Zifferblatt aber eine andere Farbe auf einmal. Also, die Leute, es gab wirklich alles. Was glaubt ihr persönlich, warum tragen die Leute überhaupt Fake-Uhren? Ja, zum Angeben einfach. Also es ist halt heutzutage auch mittlerweile so auf Instagram dieses alles zur Schau stellen oder jeder versucht auch vor allem mit den ganzen Influencern, jeder will halt immer mehr und immer mehr zeigen, wie gut es einem geht, was man alles hat und auch vor allem auch in der Rap-Szene ist ja immer so, die ganzen Lieder, die meisten Texte geht ja ums Gleiche, Autos, Uhren, was weiß ich. Drogen. Ja, ja, und wenn du halt da sagen wir, sowas nicht hast, aber halt mitreden möchtest oder halt nach außen das widerspiegeln willst, dann kaufen sich halt viele Leute eine Fake-Uhr. Und sagen wir mal, Leute, die sehr viel Geld haben wir auch schon viele gepostet, die das Geld eigentlich hätten. Die haben dann irgendwie 10 echte, aber kaufen sich noch 5 Fakes, die sie auch noch in den Koffer mit reinhauen, dass es noch mehr aussieht. Einfach damit es mehr aussieht. Ja, oder damit sie noch mehr darstellen können, dass sie Geld haben. Ja. Gab es Bedrohungen, Anzeigen oder andere verzweifelte Aktionen von erwischten Personen? Es gab alles schon. Ja, also man kann eigentlich... Anzeigen auch? Ja. Das verläuft natürlich komplett im Sand. Das ist wirklich Schwachsinn. Oh, der hat gesagt, ich habe eine Fake-Uhr. Ja, die sagen dann, dass es eine Falschaussage war oder sowas, aber dann sind halt die Bilder auch von dem Post enthalten, wo halt wirklich jeder man es halt auch selbst sieht. Immer halt dreimal so hoch ist wie die echte. Und, aber echt. Hatten wir schon, aber das ist alles im Sand verlaufen. Also sofort auch. Und halt wie gesagt, die Hausbesuche oder Anrufe und so ein Zeug, aber es gab wirklich alles schon. Ja. Hattet ihr, wie war es in der Zeit, wo die wirklich auf euer Privatgrundstück zu Hause euch da gesucht haben? Psychisch? Das war
ist schon Stress, oder? Das muss, ja, das hauptsächlich. Also die waren hauptsächlich bei mir, weil meine Adresse wurde veröffentlicht, weil wir hatten ja die, das, vor der ganzen Seite hatten wir die UG, also unsere Firma, für den Schmuck schon gegründet. Das war eigentlich, auf deine Adresse. Das war ja eigentlich der Plan für dieses Jahr vor der Seite, die hatten wir im Januar gegründet gehabt. Das heißt, der Schmuck war unser Plan, das heißt, die Firmenadresse war die Privatadresse. Das heißt, man hat halt meinen Namen gegoogelt und bekam sofort die Adresse. Und es war schon eine Zeit lang recht schwierig, wenn du halt abends mit dem Hund Gassi gehst oder sowas und halt dann wirklich oft auch abends irgendwie Leute irgendwo waren, du sitzt im Garten und dann fahren Autos durch die Straße und Leute wollen halt drüber klettern über einen Zaun und so ein Zeug. Und wie lange ging das? Das war eigentlich so die Endphase, bevor wir uns gezeigt haben. So, ich schätze mal ein, zwei Monate sowas war das. Und dann war auch viel, hatten wir natürlich auch mit der Kriminalpolizei immer wieder telefoniert, die haben auch Gefährderansprachen gemacht bei den Leuten und sowas. Aber es war schon schwierig auf jeden Fall. Also weil halt auch, ich habe auch kleine Geschwister und sowas und das ist immer so ein Punkt. Deswegen haben wir auch zu Hause dann echt extrem aufgestockt. Also wir haben immer Stacheldraht jetzt rum und alles. Also was halt einfach dann so ein bisschen entspannter ist, wenn halt alles wirklich safe ist zu Hause. Ist dein Vater kein Jäger? Nein. Das wär's. Hätte sein können. Habt ihr euch schon mal geirrt? Nein, also gehört haben wir uns nicht. Es ist immer, viele Leute versuchen anderen zu täuschen, wenn sie irgendwelche Videos machen und dann Leute sagen, oh schaut mal, der hat doch die echte, aber die Leute verstehen halt nicht oder schauen sich die Posts dann nicht genau an. Das hatten wir auch vor zwei Tagen, hat jemand jetzt so ein Video gemacht, wo er seine echte Uhr gezeigt hat und das Problem ist halt, dass sie halt komplett anders aussieht, als die wir gepostet haben. Ja. Aber die Leute verstehen sowas nicht und sagen, schaut mal, ihr habt euch doch geirrt, aber es schaut halt keiner genau hin. Aber sonst haben wir uns nicht geirrt. Wir versuchen ja immer, wir posten ja Leute nicht, weil wir ein Problem mit denen haben oder sowas oder weil wir jetzt denken, okay, den müssen wir jetzt posten, weil der so und so ist. Sondern das ist halt alles, muss immer sachlich sein. Gab es Personen, wo ihr überrascht wart, dass die eine Fake-Uhr hatten? Ja. Wo ich dachte, Alter, der wirklich eine Fake-Uhr? Ja, auf jeden Fall. Könnt ihr das Namen sagen? Habt ihr irgendwie offen gelegt? Ne? Gut, also der Karl war natürlich auch eine Überraschung am Anfang. Karl S., ja. Ah ja. Also, ach, der hat darauf aufgehängt. Ja, haben wir aufgepostet. Oder zum Beispiel jetzt Prinz Markus. Prinz, den habe ich gesehen, glaube ich. Ja, oder der Geist. Der hat letztens dazu auch nochmal ein Video gemacht, glaube ich, der Prinz, ne? Vor nicht so langer Zeit. Wo er nochmal seine Uhren gezeigt hat. Ach so, ja. Wo er dann ein paar von den Fakes aussortiert hat, aber immer noch welche drin waren. Dann haben wir ihn nochmal gepostet. Und dann kam nichts mehr. Es ist halt, da hat es auch geschrieben, so, ja, wenn es langsam ist, langweilig. Aber irgendeiner, ich glaube, das war sogar der Markus, wo gesagt wurde, ich glaube, das war eine Richard Mill, wo die gesagt haben, euch dann auch vorgeworfen haben, Richard Mill gibt zu jeder Originaluhr ein Fake dazu. Das war das Beste, was ich je gehört habe. Achso, das stimmt nicht. Die sogenannten, laut ihm, Originalreplikas. Ja, genau. Das habe ich wirklich noch nie gehört. Das war echt das Erste. Wir haben viel, aber das war... Das hat er doch selber behauptet, oder? Oder irgendeiner? Ich weiß nicht, wer das behauptet. Das war noch mal ein anderer, der das gleich drunter geschrieben hat. Das war, glaube ich, in irgendeinem Kommentar, wo einer das gesagt hatte, aber das ist... Also, der war auch irgendwie Uhrmacher, war das. Ja, auch das ist sowas auch noch nie gehört. Ja, ich habe genau das Kommentar habe ich gelesen, mit diesem Uhrmacher. Das wird absolut keinen Sinn machen. Das stimmt. Ich meine, was sind dann die Qualitätsansprüche für die Replika? Wo werden die dann hergestellt? Im gleichen Werk? Aber dann ist doch die gleiche Uhr. Und dann... Also das macht so gar keinen Sinn. Also das stimmt auf jeden Fall nicht. Das war für mich auch, das war auch klingt das wäre ja dann, dass du die Uhr wirklich nur zum Flexen hast. Ja, dass du dann die Fake-Uhr trägst, wenn du rausgehst oder feiern gehst und dann die andere irgendwo hinlegst. Also wie gesagt, du hast immer nur die Entscheidung, wer trägst sie oder nicht, aber nicht dieses... Nee, also das gibt's wirklich nicht. Das ist was war so der lustigste Fall? Da fällt mir gleich was ein. Da gab's eine Person, die am nächsten Tag gleich so getan hat, als hätte sie die echte Uhr und dann tatsächlich von Google, wir mussten auch ein bisschen suchen, da gab die gute Google-Rückwärtssuche, hat da geholfen, hat ein Bild mit Papieren von einer Nautilus aus dem Internet rausgesucht und hat mit Photoshop die Namen auf den Papieren geändert. So einen Namen reingeschrieben. Und dann haben wir das Bild mal in Google reingehauen und hatten halt direkt die Website, wo die uns im Verkauf steht, gefunden mit den originalen Daten und der hat wirklich mit Photoshop die Daten auf den Papieren geändert. So, das hat mir natürlich auch alles gleich in die Story gepackt. Ja. Und dann wollte uns ja sogar Geld bieten, dass das gab es ja auch schon oft. Was war so die größte Summe, die ihr mal angeboten habt, bekommen? Also es ging schon auch in Richtung Anfang vierstellig. Das war was löscht. Auf jeden Fall, ja. Also das war was löscht. Oder? Hätte ich gemacht, danach immer wieder gepostet. Hätte ich die Kohle genommen. Das wäre es gewesen, ja. Nee, wir haben dann ja so super Nebenverdienst gewesen. Aber dann ist ja nicht der Sinn von der Sache. Also wir löschen auch. Also wir haben bis jetzt auch noch nichts gelöscht. Sachen, die nicht mehr da sind, wurden entweder entfernt, weil die Leute sie
20 Mal gemeldet haben oder so, aber wir selber haben noch nichts gelöscht, weil wir ja auch nicht falsch lagen. Und auch egal, was dann kam oder wie viele Drohungen kamen, so, das wäre, wenn du einmal mit sowas anfängst. Ja, ich weiß, was du meinst. Wie reagieren so Rapper, ja, wenn die erwischt werden? Schon aggressiv oder so? Teilweise auch? Also, es kommt drauf an. Oder also, gibt's überhaupt Leute, die es mit Humor nehmen und sagen so, oh, okay, ja, scheiße? Doch, auf jeden Fall. Also, es gibt eigentlich alle, wirklich auch wieder jede Reaktion. Also, das ist ganz unterschiedlich da. Ja, also, es gibt welche, die entspannt reagiert haben. Da war das dann auch, die haben dann auch nicht so einen großen Shitstorm bekommen. Wenn die halt irgendwann mal sagen, okay, ja, ich wurde erwischt, fertig, dann waren die Kommentare auch nicht so schlimm dementsprechend. So, ja, dann haben Leute geschrieben, coole Reaktionen, sympathisch, wie du damit umgehst. Ja. Aber wenn halt Leute angefangen haben, dagegen zu sticheln oder Ausreden zu finden, Papiere zu fälschen, dann ging es richtig ab. Wo die Leute halt wirklich, also wir müssen uns natürlich davon distanzieren, dass da kommentiert wird bei solchen Leuten, aber es geht schon ziemlich ab. Das ist schon, also, schon extrem. Ne? Also man sieht es ja immer, wie viele Nachrichten die bekommen müssen, wenn die von gestern, die hat 500.000 Follower und war nach einer Stunde, hat sie ihr komplettes Profil auf privat gestellt. Das ist halt. Ja. Also das ist sowas passiert, dass sie überhaupt sowas mitbekommen, da muss schon echt viel passieren oder viele Nachrichten kommen. Ihr seid ja Assis. Wer war so die empfindlichste Gruppe von Leuten, die erwischt wurden? Business Coaches. Weil da hängt wirklich das Geschäft dran. Das war ja auch. Also Karl, macht der nicht sowas? Ja, so Leute, die in der gleichen Berufsgruppe tätig sind. Also weil die verkaufen ja durch ihren Lebensstil irgendwelche Sachen. Das heißt, die erzählen den Leuten ja, was ich erreicht habe, so erreiche ich das auch und verkaufe dann ihre Kurse. Wenn du halt dann so gepostet wirst, bricht dann dieses ganze Kartenhaus von denen zusammen. Deswegen, ich glaube, das kann man schon sagen, das war ja aus der Sparte kam ja auch die Person, die vor der Tür stand dann. Ja. Weil das halt dann für die schon sehr geschäftsschädigend ist. Ne? Ja, auf jeden Fall. Was sind so die Vorwürfe, die die Leute euch gegenüberbringen? Gibt's da was? Ich sag meistens, dass wir falsch liegen, aber sie können es halt nicht begründen. Ja. Ihr zerstört Existenzen oder... Ja, das, keine Ahnung, was wir uns eigentlich einbilden. Das lasst doch die Leute tragen, was sie wollen. Aber bei manchen Leuten geht es ja wirklich darum, dass sie damit was verkaufen. Und das ja wirklich ihnen was hilft, wenn sie sowas tragen. Und wie wenn Leute sagen, ich bin natural, aber auf Stoff sind. Ja, nur dass du da halt den Leuten das Geld aus der Tasche noch ziehst. Und das ist halt so ein Punkt. Wenn man damit noch Kurse verkauft, dann. Ja, genau. So kann man es quasi. Das hatten wir auch oft gesagt, es geht uns echt darum, dass wir jemanden bloßstellen, weil er keine echte Rolex hat. Das ist, weißt du, das ist ja nicht so, dass man sich übereinstellt und sagt, boah, ich habe einen echten, wir posten ihn, weil er keine echte hat. Und es geht darum, auch die Leute haben Einfluss auf jüngere Leute auch oder sonst irgendwas. Oder auch oft, das haben ja auch viele gesagt, dass es bei Geschäftspartnern, dass du es wahrscheinlicher ist, dass irgendjemand was bei dir unterschreibt oder irgendwas, wenn der sieht, du hast eine dicke Uhr am Arm oder sowas. Und die Leute, die halt wirklich dann alles blenden oder halt wirklich Leute damit auch betrügen, so gesehen, das ist halt das, wo wir gegen vorgehen. Wir zeigen ja nur auf, dass es eben nicht so ist. Ist das Mobbing oder ist das Aufklärungsarbeit? Ja, also wir sehen es natürlich schon als Aufklärungsarbeit. Es gibt auch Leute, die es vielleicht als Mobbing sehen, aber wie du auch schon gesagt hast, das ist ja wirklich so ein Ding mittlerweile, was ja... Das denkt ja auch mittlerweile jeder, man braucht eine Rolex. Das haben auch immer die ganzen Kommentare auch, da so viele Leute schreiben so, oh, ich dachte schon, ich wäre der Einzige auf Instagram ohne Rolex. Und das ist halt, weil das mittlerweile überall ist und halt so viel auch gefälscht ist. Das ist so gerade so dieses Riesenthema. Und ja, das ist leider, wenn man viel gefälscht ist, schon schwierig. Wir versuchen halt unterhaltsam aufzuklären, so gesehen. Das heißt, es ist nicht so ganz strikt, dass man postet. Es muss natürlich immer auch ein gewisser Unterhaltungsfaktor da ist und da sein. Deswegen aber zum Beispiel bei jeder Beschreibung distanzieren wir uns auch von Mobbing und sonst irgendwas. Das ist auch gut so. Wir decken so gesehen auf, und was dann die Leute, wir versuchen ja auch gar nicht wirklich zu sticheln oder wir formulieren da alles sachlich und wir decken auf. Und was dann die Leute dann in den Kommentaren schreiben, das ist dann deren Sache, da haben wir auch keinen Einfluss drauf. Ja. Da können wir auch nichts. Wir löschen natürlich beleidigende Sachen auch selber. Also auch wenn Leute bei uns kommentieren und die anderen beleidigen, das versuchen wir immer auch zu löschen. Das ist halt nur. Das ist schon manchmal echt krass. Aber es ist halt auch sehr viel, wenn wir halt bei den Posts hunderte oder auch tausende Kommentare haben, kann man halt nichts mehr kontrollieren, was wo steht. Ja. Was ist der Grundgedanke? Warum betreibt ihr diese Seite? Zum Aufklären. Aufklären. Also wir wollen aufklären oder einfach mal den Leuten so ein bisschen zeigen. Es ist ja mittlerweile sehr schlimm geworden, dieses ganze sich in Szene setzen oder zur Schau stellen, dass man wirklich mal versucht, die Leute wieder ein bisschen auf den Boden zu bringen. Ja. Und genau. Dass man da ein bisschen wieder Ruhe reinbringt. Auch so ein bisschen, weil wir finden es ja auch gut, mittlerweile ist dieses Uhrenthema ja überall. Und wir interessieren uns ja auch für Uhren, finden es natürlich gut, aber
wenn halt jetzt jeder denkt, er braucht eine Rolex und sich dann für das Geld von einer guten Uhr eine Fake-Rolex kauft, dann ist es halt der falsche Ansatz einfach so. Das ist, ich weiß nicht, weil wenn du halt dann ein paar hundert Euro für eine Fake-Uhr ausgibst, da gibt es halt genug andere Uhren, die halt besser sind. Ja. Ich denke mal wirklich, ihr kommt da noch, könnt da noch echt weit kommen. Wenn ihr euren Shop vernünftig aufbaut, die Uhren, da könnt ihr immer mit Kohle verdienen. Mit eurem Namen dann auch mittlerweile. Ja, das kann schon echt gut werden. Mit dem Namen, das ist echt lustig mittlerweile. Das ist ja überall so dieses Gütesiegel auch schon. Das ist echt verrückt. Ne? Die Leute geproved by M. Ja, die Leute bieten ja immer schon Geld, dass man eine Uhr bestätigt von denen oder sowas. Also auch echt nicht wenig Geld. Nur, dass man sagt, dass sie echt ist. Also wenn sie natürlich echt ist. Ja. Oder fragen, ob sie die Uhren einschicken können, wie die dann verifizieren können oder sowas. Also nehmen wir alles mit mir. Ja, das ist schon echt verrückt. Das war's auch schon. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch der Beichte gestellt habt, Bayer Ersung. War auch für mich interessant einfach. Ich habe euch ja auch relativ am Anfang schon verfolgt. Ich glaube, ich habe euch auch relativ am Anfang mal irgendwo geteilt gehabt, weil ich es auch ganz cool fand, was ihr gemacht habt. Deswegen war das auch für mich sehr interessant heute, die Jungs mal persönlich hier zu haben. Und ja, habt ihr noch abschließende Worte? Das sagen wir meistens eigentlich, dass Leute einfach keine Fakes kaufen sollen. Sag es! Ja, kauft keine Fakes. Kauft lieber eine Seiko. Kauft keine Fakes, sonst kommen die beiden. Leon und Robin machen euch fertig. So. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Danke, hat uns gefreut. Checkt die Jungs ab, YouTube, Instagram und auch natürlich den eigenen Shop. Und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt: Willkommen bei